Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zur Rainbow Six Academy, einem Projekt, in dem ich versuche, euch beizubringen, wie man Rainbow Six Siege zockt. Ich habe die Vision und die Idee hinter dem Ganzen in einem Video zusammengepackt und werde euch das natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Dann könnt ihr einmal da reinschauen, wo das Ganze hingehen soll. Beim letzten Mal haben wir uns Clubhouse angeschaut. Wir haben uns die Reinforcements von drei Sites angeguckt, so ein paar Rotations und Line of Sites, die man eventuell machen kann. Und das wollen wir jetzt auch erstmal für alle Ranked Maps abschließen. Heute schauen wir uns dafür tatsächlich Villa an. Bis gleich. Okay, ich habe wie beim letzten Video das Ganze für euch auch erstmal vorbereitet. Das heißt, ich habe schon mal alles reinforced, die Rotations gemacht und jetzt gehen wir das einfach durch. Das spart Zeit und ihr könnt euch das ja natürlich immer wieder anschauen, wenn irgendwas ist. Also die erste Site ist Aviator Games und wir reinforcen erstmal alle vier Wände in Richtung von Study. Also diese beiden, hier könnt ihr natürlich mit Breach hinein spielen. Hier, es gibt auch Varianten, in denen man die teilweise zum Beispiel diese Wand hier auflässt. All das ist möglich. Aber wie gesagt, wir unterhalten uns jetzt hier erstmal über Standardstrategien. Also es gibt auch natürlich andere Sachen, die man spielen kann. Aber das ist das, was ich euch jetzt erstmal an die Hand gebe. Also ihr könnt reinforcen in Richtung Study. Ihr könnt hier Breach Deny dran packen. Dann würde ich euch auf jeden Fall raten, diese Wand hier zu reinforcen und hier unten auf Fußhöhe aufzumachen. Hat den Vorteil, dass ihr hier sehr schön pieken könnt für alle, die von Long aus kommen. Also dieser Bereich Mainstairs wird irgendwann von den Attackern eingenommen und dann werden sie sich hier über Long nach vorne arbeiten. Und wenn hier der Fußboden auf ist, ist es schwierig. Dann hat man viel noch einen zusätzlichen Winkel gegen sich. Man hat einmal die Door natürlich, man hat 90, aber man hat auch hier unten. Und man muss natürlich auch immer Angst haben, dass eventuell ein Verteidiger hier close liegt, der einem einfach die Füße wegschießt. Und es ist wirklich schwierig, hier hinzugehen und den da rauszunehmen, ohne sich Richtung Vault oder Richtung 90 zu exposen. Also das ist eigentlich ein sehr schönes Set, aber auch hier gibt es viele Möglichkeiten. Man kann hier reinforcen und hier eine Rotation machen, wenn man aktiv hier spielen möchte, aber ich habe mir für heute erstmal die Variante rausgesucht und vielleicht machen wir irgendwann mal so Pocket Strats Videos, wo wir dann quasi uns andere Strategien auch noch anschauen. So, dann würde ich definitiv diese Wand hier reinforcen. Optional könnt ihr die zweite auch reinforcen, aber es hat einfach den Grund, dass man von 90 Window aus, wenn man draußen rappelt, wenn diese Wand hier auf ist, hier durchschießen kann und eine Line of Sight bekommt, ne, und die Rotation auf Sight cutten kann. Deswegen würde ich zumindest die rechte reinforcen. Optional könnt ihr gerne auch die linke reinforcen, die hat allerdings nicht so eine große Bewandtnis. Natürlich, sobald 90 in Händen der Attacker ist und die sich das hier aufmachen, haben sie natürlich auch eine cleare Line of Sight hierhin, beziehungsweise können halt hier in Richtung Side peaken. Also das hier optional auch reinforcebar. Könnt ihr aber entscheiden, wie ihr wollt. Wir reden gleich über etwas Extended Hold und deswegen habe ich sie jetzt mal weggelassen. Aber könnt ihr, wie gesagt, auch reinforcen. Dann würde ich hier in der Mitte, kann man Reinforcements setzen, wenn man möchte. Das schützt einen, wir haben es gerade eben einmal gesehen. Natürlich einmal hier on-site von Richtung 90. Wenn man hier offen hat, dann schützt es einen ein kleines bisschen. Und man kann sich einfach hier hinter dem Reinforcement so ein bisschen verstecken, und zwar auf beiden Seiten. Dann würde ich auf jeden Fall eine Rotation zwischen den Sides machen, das könnt ihr hier tun. Es gibt auch die Möglichkeit, die Rotation auf dieser Seite zu spielen. Da muss man halt aufpassen, von beiden Seiten aus gibt es die Möglichkeit, hier einmal von Study weggenommen zu werden oder hier halt eben von Top Red. Das heißt, ich mache manchmal sogar gerne einfach beide, um möglichst viel Line of Sight zu bekommen, weil das hier eigentlich der Spot ist hinter der Bar, den man am Ende dann noch hält und von dem man versucht, die Default Plan Spots irgendwie abzudecken. Dann auf jeden Fall die Wand hier reinforcen und dann wären wir mit der Sight fertig. Wenn ihr es so komplett reinforced, also auch das Reinforcement hier in der Mitte, was wie gesagt auch nicht zwingend notwendig ist, aber wenn ihr das so reinforced, habt ihr noch zwei Stück übrig. Und dann kann man die überlegen, ob man die hier hinpackt. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie eine Check läuft auf Aviation Games. Entweder greifen die Checker hauptsächlich über Study aus an und über Red Stairs und lassen Master Bedroom und Statuary komplett außer Acht. Oder man greift hier an und arbeitet sich von hier zur Side nach drüben durch. Wenn das der Fall ist, oder man kann das auf jeden Fall für die Roamer gerne mal machen, die können hier in Astro anfangen, können Statuary anfangen, können in Trophy anfangen und können dann hier quasi über dieses Setup, so wie ihr es hier seht, nochmal zusätzlich den Druck aufbauen auf dieses Fenster oder halt hier, ich kann es mal gucken, ob ich es von hier so easy aufgeschossen bekomme, in Richtung Walk-In. Ja? Also dieses Setup könnte man hier zum Beispiel spielen, um halt eben Walk-In abzudecken, um Master so ein bisschen zu stressen und einfach hier, dass man noch zwei Reinforcement hat, weil definitiv, da man hier nicht das Stockwerk drunter oder so angreift, hat man hier mehr als genug Wände, um die Side zu reinforcen, kann Offside hier hinten noch ein bisschen arbeiten
Und ja, so würde ich es euch für den Anfang erstmal empfehlen, nur dass ihr wisst, ne, wo sind Wände wichtig, wo sind Rotations wichtig. Wie gesagt, es gibt auch andere Möglichkeiten. Als nächstes schauen wir uns Trophy und Statuary an. So, dann sind wir hier auf der nächsten Seite, Trophy Statuary, und hier habe ich mir überlegt, dass wir doch ein kleines bisschen Variation reinbringen. Ich wollte es von Anfang an eigentlich immer alles sehr simpel halten, aber hier möchte ich das einfach direkt mal zeigen, weil dann sparen wir uns das einfach, das irgendwie später mal in irgendeinem Video zu covern. Also, Trophy an sich hat, würde ich nur diese Wand hier reinforcen, hat den einen Grund, Richtung Astro-Window, dass man sich hier on the on-site bewegen kann, ohne dass man von Astro-Window aus weggeschossen wird. Alternativ kann man auch hier nochmal reinforcen, wenn man möchte. Sieht man allerdings nicht so häufig. Ist aber möglich. So, dann hier auf jeden Fall eine Rotation, die ist ganz wichtig. Astro, bisschen Dreh- und Angelpunkt der Geschichte. Deswegen habe ich hier auch mal das Schild von Smoke hingestellt. Eigentlich eine schöne Position, um mit einem Schild zu spielen. Da kann man hier in Richtung Walk-In kann man arbeiten. Man kann hier in Richtung Solid alle arbeiten. Und auch eventuell Richtung Breach. Muss natürlich aufpassen. Von unten kommt da oft was. Beziehungsweise hier über die Astros, der ist. Also da macht sich auf jeden Fall eine Trap gut. Oder Barbed Wire oder irgendwas. Proximity-Alarm, der einem Bescheid gibt, wenn jemand sich hier auf jeden Fall nähert. So, dann gehen wir mal hier ins Badezimmer rein. In der Regel würde ich, also man hat mal auch eine Zeit lang alle drei Wände reinforced, es reicht aber diese eine, eben um zu verhindern, dass man eine Line of Sight in Richtung Astro bekommt. Die haben das einmal eben von der anderen Seite aus gesehen, wenn ich hier mich hinter dem Schild bewege. Hier das Reinforcement deckt bis auf diesen kleinen Fleck hier, den ich gerade im ADS habe. Hier das, da könnte man eventuell noch pieken. Ansonsten deckt das hier relativ gut eigentlich die Line of Sight durch Badezimmer bzw. Richtung Astro hin ab. Und jetzt kommen wir zu der kleinen Variation. Und zwar habe ich hier mal ein kleines Setup aufgebaut, wie wir es in letzter Zeit sehr häufig auch im Ranked sehen. Und was ich eben schon mal angesprochen habe bei der anderen Zeit. Und zwar, diese beiden Wände reinforced, dann hier aufgeschossen, um zusätzlich Walk-In zu pressuren. Walk-In ist dieser Raum, wo dieses Fenster hier ist. Muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht zu krass exposed zu einem Fenster. Aber mit dieser Line of Sight und dieser Line of Sight und dem Setup, so wie es jetzt gerade ist, kann man in Richtung Walk-In gut ordentlich Pressure aufbauen. Man könnte auch hier, wie gesagt, mit einem Smoke arbeiten und verhindern, dass die Attack da einfach so reinspringt. Ich hätte für das Setup, so wie ich es mir jetzt, wie ich es euch hätte zeigen wollen am Anfang, hätte ich diese Wand reinforced. Aber ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, weil das dann wirklich ein häufiges Ding ist, was man viel auch sieht und was auch relativ gut funktioniert. Und so ein bisschen diesen Master Bedroom Attack und Standard Breach hier und so ein bisschen, das unterbindet das einfach. Man kann sich in diesem Raum einfach nicht so gut bewegen, wenn das hier offen ist. Muss immer Angst haben, dass man gepiekt wird. Deswegen zeige ich euch das. Grundsätzlich können wir es aber auch einfach reinforcen. Und dann ist es natürlich auch nicht notwendig, hier diese Line of Sight aufzuschießen. Ja, also merkt euch einfach, diese Variation gibt es. Probiert beides mal für euch aus, was besser funktioniert. So, dann habe ich diese Wand hier noch reinforced. Einfach damit man sich hier in Landing ein bisschen bewegen kann, ohne von dem Trophy Entrance Window hier irgendwie getroffen zu werden. Wir sehen das gerade. Hier draußen steht oft mal und gerne mal ein Attacker. Und der kann natürlich von hier, kriegt er sogar eine Line of Sight Richtung Statuary, also Richtung Statue. Deswegen würde ich diese Wand auf jeden Fall reinforcen. So, wenn wir jetzt mal einmal nach oben schauen, haben wir noch vier Reinforcements übrig. Und das selbst, wenn wir hier noch zusätzlich verstärken, was wir eigentlich nicht hatten. Die Idee, die wir eigentlich nicht hatten. Und da kommt es nur mal ein kleines bisschen drauf an, was spielt ihr. Im Competitive habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel zu sagen, wir reinforcen nochmal hier, zum Beispiel von Aviator aus in Richtung Study, damit wir Study noch ein kleines bisschen länger halten können. Ist eine Idee. Kann man gerne machen. Man kann alle vier Wände benutzen. Dass man auch diese beiden, die hier noch reinforced, also diese zwei, so wie wir es bei der Aviator Games Site haben. Und man kann dann halt hier, ne, man zwingt die Attacker quasi dazu, wenn sie keinen Hardbreacher dabei haben, über diese Tür zu gehen, beziehungsweise über diese Tür in Richtung Main. Und das führt dazu, das sind halt Nadelöhre, die man kann man gut abaimen. Ja, also entweder die vier Wände hier oder was man auch machen kann bei dieser Site, weil Vertikalität auf Villa gerade eine sehr wichtige Sache ist, man kann hier von unten arbeiten. Ja, dass man hier unten reinforced, zum Beispiel die zwei Wände Richtung Laundry. Wenn man jemanden unten drunter haben sollte, der zum Beispiel mit dem C4 spielt oder der verhindert, dass Angreifer von hier unten hier die Utility wegmachen von unten, dann könnte man hier noch reinforcen, dann kann man hier ein kleines bisschen sicherer stehen. Ne? Oder man reinforced hier eine Wand oder man reinforced hier, je nachdem, wie das für einen komfortabel ist. Aber die Side oben
braucht, da braucht man nicht so viele Wände bzw. Reinforcements. Das heißt, man hat noch ein bisschen mehr Raum, als man das normalerweise hat, um Offside, sprich ein Stockwerk unten drunter oder oben drüber oder auf der anderen Seite der Map zu reinforcen. Aber so wie ihr das gerade gesehen habt, würde ich quasi da oben einmal angehen. So, nach alter Manier machen wir jetzt noch die dritte Side. Wir gehen dafür nach unten in Kitchen und Dining, schauen uns die nochmal an und dann wären wir mit der Map tatsächlich auch schon durch. Okay, als nächstes kümmern wir uns um den First Floor und zwar Dining bzw. Kitchen. Das ist so die Offside, würde ich sagen, also die man am wenigsten spielt, auch vor allem in Ranked. Aber im Competitive sieht man sie dann doch mal ein kleines bisschen häufiger und so würde ich das Ganze hier aufbauen. Einmal beide Wände Richtung Laundry verteidigen. Laundry ist super easy, oder zu reinforcen, Laundry ist super easy für die Attacker, um hier anzukommen. Das heißt, man kommt von hier draußen rein, zack, ist direkt am Start. Und man kann, wenn man oben spielt, die Hatch hier aufmachen für Druck. Das gucken wir uns gleich auch nochmal ein bisschen genauer an. Aber hier würde ich definitiv beide Wände reinforcen, damit der Attacker von hier aus nicht so viel guten Zugang hat. Und auch hier an der Tür kann man natürlich spielen, in der Hoffnung, da nochmal zusätzlich ein bisschen Druck aufzubauen. So, dann würde ich diese Wände Richtung Memo komplett offen lassen. Hier würdet ihr super viele Reinforcements verschwenden. Macht ihr einfach eine Rotation rein und dann macht ihr hier zwei Reinforcements hin. Dann spielt ihr Memo einfach mit, quasi. Dann spart ihr euch hier die beiden Reinforcements und hier die zwei. Beziehungsweise ihr spart euch die beiden, weil die zwei nutzt ihr ja hier. Dann müsst ihr hier ein kleines bisschen aufpassen. Bicycle. Mache ich zum Beispiel super gerne, einfach in der Check einmal reindrohen, wo die Leute sind, reinhüpfen, dann habt ihr direkt eine Line of Sight. Ja, also hier müsst ihr aufpassen, vielleicht eine Frost Trap hin oder generell irgendwie Trap, mit Traps arbeiten. Oder halt der Spieler, der sich im Memo befindet, muss halt hier ein bisschen aufpassen, dass er in die Richtung halt eben auch so ein bisschen aufpasst, dass da keiner halt einfach reinkommt. Also die beiden Wände auf jeden Fall. Dann hatte ich hier ein bisschen überlegt, ob ich nur die mittlere reinforce oder beide. Ich habe mal beide jetzt einfach reinforced, eben damit ihr hier schön safe stehen könnt. Vor allem würde ich auch keine Rotation reinmachen. Hier habe ich jetzt mal eine Rotation reingemacht, müsst ihr aber theoretisch nicht. Hier reicht es auch, wenn ihr auf Kopfhöhe einfach aufmacht, weil eine Rotation verleitet natürlich die Attacker auch dazu, um hier reinzulaufen. Also macht hier ruhig zu und nur auf Kopfhöhe das Ganze. Ich habe hier jetzt einfach mal eine Rotation reingeschossen, ist aber nicht notwendig. Schützt euch natürlich so ein kleines bisschen dafür, dass hier von vorne, von China, also das hier nennt man China, glaube ich, ja genau, China Room, dass hier von China aus jemand irgendwie Stress macht, ne? On-Site, Line of Sight bekommt und so weiter und muss dann hier erstmal ganz weit reingehen, um sich, ne, hier rein zu bewegen. Dann könnt ihr diese Wand hier noch reinforcen, wenn ihr denn wollt. Auch nicht zwingend notwendig, kann man aber gerne tun. Wie ihr seht, wir hatten gerade drei Reinforcements über nach dem Side-Prep. Und hier ist es genauso wie auch bei den anderen Sides. Ihr könnt hier den Topfloor versuchen zu halten und könnt, um das ein bisschen einfacher zu bewerkstelligen, zum Beispiel diese Wände hier reinforcen. Oder eine Wand im Badezimmer. Oder von Astro in Richtung Statch, Richtung Trophy. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie ihr damit umgehen wollt. Aber das Setup hier unten würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und wenn ihr vielleicht ein Roamer seid, dann könnt ihr euch gerne auch noch zwei Reinforcements auf irgendwo in die Map mitnehmen, wo sie euch ein kleines bisschen unterstützt. Wenn ihr Reinforcement investiert, würde ich das aber zeitnah machen. Also am besten oben drüber oder so, damit die halt nicht irgendwo am anderen Ende der Map nutzlos sind in dem Moment, in dem ihr halt euch verabschiedet als Roamer. Okay, sehr gut. Das wär's mit der Map Villa gewesen. Wir machen einfach map-technisch jetzt einfach weiter, bis wir die Ranked Maps alle durch haben. Ich kann das natürlich, ich meine, ihr seht das auch, ich mache das immer so ein bisschen auch nacheinander. Also ich arbeite das ab, lade das dann in unterschiedlichen Abständen hoch. Und wenn ihr eine Idee habt, was ihr als nächstes in der Rainbow Six Academy haben wollt, dann lasst mich das einfach gerne über die Kommentare wissen. Auch nochmal der Hinweis, dass sie sind nicht die einzigen Strategien, die man wählen kann. Es gibt noch andere, die auch alle wundervoll gut funktionieren. Aber das sind die, die ich euch jetzt erstmal in die Hand geben möchte. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Bock auf diesen Content habt. Kommentar und Likes helfen mir natürlich so ein kleines bisschen mit dem YouTube-Algorithmus in Anführungsstrichen. Beziehungsweise ich freue mich einfach, wenn ich sehe, dass da ein bisschen Interaktion am Start ist. Und ja, ich weiß noch nicht, mit welcher Map wir weitermachen, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss.